Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video und damit zum Infovideo hier, wo wir heute echt einige Sachen ansprechen wollen. Wir werden als erstes darüber reden, dass wir in Zukunft auf Twitch streamen werden. Soliro TV auf Twitch könnt ihr gerne schon mal reinfolgen. Als zweites werden wir dann darüber reden, welche Videos hier überhaupt noch kommen und was eben so geplant ist. Im dritten Block geht es dann um meinen Zweitkanal, wo in Zukunft WWE 2K22 Videos kommen werden. Und im vierten Block sprechen wir nochmal kurz ein paar private Sachen an. Das wären die vier wichtigsten Themen, die wir hier in diesem Infovideo abarbeiten wollen. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten, mal schauen, ob wir das hinbekommen. Und damit starten wir rein mit dem ersten Block, nämlich werden wir, wie erwähnt, bereits auf Twitch streamen, Soliro TV, erster Link in der Beschreibung, da könnt ihr gerne schon mal reinfolgen. Und da werden wir heute auch, denke ich, schon den ersten Stream haben, ich denke so gegen 18.30 Uhr, 19 Uhr, schauen wir uns das einfach mal an. Und heute werden wir uns dann erstmal WWE 2K22 einfach anschauen, aber für die nächsten Tage und Wochen sind auch noch einige andere Sachen geplant. Unter anderem werden wir natürlich sicher auch FIFA spielen, da hätte ich zum Beispiel Lust, bald mit einer Spielerkarriere reinzustarten. Weitere Infos dazu dann gleich im Block 2. Und wenn es jetzt darum geht, was wir eben dort spielen, würde ich euch hier gerne nochmal diese Liste zeigen, denn hier in dieser Liste habe ich vor einiger Zeit mal so circa alle Spiele aufgeschrieben, die ich irgendwann mal in meinem Leben gespielt habe. Das sind auch noch alte Spiele von der Wii und vom Nintendo mit dabei. Andere alte PC-Spiele und sogar Mobile Games, die ich irgendwann mal gespielt habe. Auch die habe ich mir rausgeschrieben und theoretisch könnten wir wirklich alle Spiele davon im Stream irgendwann mal spielen. Ich habe mir sogar angezeichnet, ob ich die schon mal durchgespielt habe oder nicht, ob ich die eben zu 100% durchgespielt habe oder eben nicht. Den Link zu dieser Liste findet ihr einfach mal unten, da könnt ihr euch ja gerne selbst mal durchschauen. Also falls ihr Lust hättet, dass wir davon irgendwann mal irgendwas spielen, dann schreibt das gerne einfach in die Kommentare oder dann eben einfach im Stream. Wir hätten sogar noch die FIFA Wii Version, also auch selbst die könnten wir spielen. Wir könnten FIFA Street spielen. Auch wenn wir in den nächsten Wochen vielleicht erstmal mehr WWE 2K22 spielen werden, wir hätten richtig viele andere Sachen auch noch am Start. Natürlich könnten wir auch Community Games spielen, wenn wir ein paar Zuschauer am Start haben. Auch da gibt es natürlich richtig viele Möglichkeiten, die wir gemeinsam irgendwie spielen können. Sei es irgendwelche Quizzes, sei es irgendwas wie Stadtlandfluss, Scribble.io, da gibt es richtig viele Möglichkeiten. Also auch da können wir richtig viel, denke ich, machen. Und natürlich können wir uns auch einfach irgendwelche Videos anschauen. Auch das kann man natürlich immer irgendwie unterbringen. Ankündigungen dazu, wann wir streamen und was wir dort machen, findet ihr am besten einfach hier auf YouTube im Community-Tab. Also wenn ihr die Benachrichtigungen eingeschaltet habt, dann werdet ihr auch dazu normalerweise benachrichtigt. Da poste ich dann am besten einfach, wir sind jetzt live auf Twitch und machen das und das oder haben für heute das und das vor. Und dann wisst ihr auf jeden Fall auch dazu Bescheid. Sonst auch einfach auf Twitter folgen. Auch dort werdet ihr uns über alles andere in meinem Leben auch immer am Laufenden gehalten eigentlich. Also schaut gerne sonst auch dort vorbei. Auch dort findet ihr hauptsächlich dann die Stream-Ankündigungen oder sonstiges, also auf Twitter und hier im YouTube-Community-Tab. Und wann wir genau immer streamen, wie oft wir streamen und so weiter, da kann ich jetzt noch nichts Festes natürlich versprechen. Da müssen wir einfach schauen, wie viel Zeitaufwand das am Ende nimmt, was ich davon letztendlich auch auf YouTube hochlade. Und da müssen wir einfach schauen, wie sich das dann in den nächsten Wochen ergibt. Das wäre das Wichtigste eigentlich zum Thema Streamen gewesen. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Jetzt nochmal zu Block 2. Was wird hier auf dem Kanal dann hier weiterhin kommen? Also es wird erstmal sicher keine ganz normale Karriere mehr geben, so wie wir das bisher hatten, mit zwei Videos die Woche, die ich dann aufgenommen habe, zurechtgeschnitten habe. Das wird in der Form sicher nicht mehr kommen, aber wenn wir was zum Beispiel wie eine Spielerkarriere im Stream starten, dann würde ich davon sicher auch Ausschnitte hochladen, das Ganze auch nochmal etwas zusammenschneiden natürlich, dass man sich das trotzdem gut das Video anschauen kann. Also es werden sicher weiterhin Videos kommen, vielleicht nicht mehr ganz so oft, vielleicht nur einmal alle zwei Wochen, einmal die Woche, so wie das eben auch die letzten Wochen war, aber da muss ich einfach auch schauen, wie sich das ergibt. Aber wenn hier Videos kommen, dann werden die immer irgendwas mit FIFA oder Fußball, denke ich, zu tun haben, weil das ist ja eigentlich hier das Hauptthema von diesem Kanal, deswegen haben wir ja dann den zweiten Kanal gemacht, worüber wir gleich dann auch noch sprechen. Aber wenn wir irgendwas mit FIFA machen im Stream, dann kann auch gut sein, dass das hier auf diesen Kanal kommt. Auch da muss ich einfach schauen, wie sich das ergibt. Das ist das Wichtigste zu diesem Kanal. Jetzt sprechen wir noch über den Zweitkanal, den ich ja damals erstellt habe, wo ich ja gesagt habe, wenn WWE 2K22 rauskommt, dann werden dort Videos kommen. Jetzt hatte ich eben eine Operation, deswegen konnten wir nicht direkt reinstarten, aber wir starten jetzt dann rein in den nächsten Wochen. Ich denke, es wird auf einen AW-Universe-Mode hinauslaufen. Da hätte ich sehr Lust drauf. Die Videos kommen dann auf dem Zweitkanal. Auch da ist der Link natürlich unten in der Beschreibung. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, hatte ich damals erstellt. Da kamen dann jetzt keine Videos, weil eben einfach kein Wrestling-Game am Start war, was neu war. Aber jetzt legen wir dort dann eben los. Und auch dort werden dann hauptsächlich Stream-Ausschnitte kommen. Also wenn ihr live dabei sein wollt, dann schaut einfach in die Streams rein. Und sonst kommt das später meistens auch eigentlich immer noch auf YouTube, das Wichtigste. Wenn ihr auch da noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt das auch unten rein. Ich glaube, auch da hätten wir das Wichtigste soweit beantwortet. Und jetzt nochmal schnell zum vierten Block, wo ich hier nochmal schnell ein paar private Dinge anspreche. Nämlich hatte ich in meiner Operation jetzt vor in etwa einem Monat. Da geht es mir soweit wieder relativ gut. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich kann Videos aufnehmen und das heißt auch, ich kann eben jetzt endlich mit dem Streamen reinstarten, was ich ja ohnehin eigentlich schon vor richtig langer Zeit machen wollte. Nur war es dann eben so, dass mein Internet nicht gut genug war. Das ist etwas besser, sodass man zumindest damit großteils flüssig streamen kann. Das habe ich soweit getestet. Also das müsste hinhauen. Was ich eben aber auch schon mal erwähnen kann, dass ich in 6 Monaten dann nochmal eine Operation brauchen werde. Das heißt, dann gibt es natürlich sicher eine Pause, was das
Streamen betrifft und demnach auch Videos betrifft. Aber das sehen wir eben dann, wenn es soweit ist. Und was ich noch schnell erwähnen kann, dass ich mich ja aktuell hier im letzten Schuljahr befinde. Das heißt, in 4 Wochen habe ich mein Abi, beziehungsweise in Österreich hier Matura. Und deswegen kann es gut sein, dass wir dort dann auch eine Woche in etwa eine Pause machen, damit wir das hinter uns bringen. Danach haben wir aber natürlich richtig viel Zeit, denn dann steht erstmal nichts an. Bis ich dann im Oktober erst mit meinem Studium beginne. Dazwischen werde ich zwar arbeiten, aber das ist dann trotzdem auch nicht Vollzeit. Deswegen geht sich das dann trotzdem recht entspannt aus alles. Und da haben wir dann auf jeden Fall mehr Zeit, wenn das Ganze mal hinter uns ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ich glaube, das Wichtigste hätten wir damit erwähnt. Gerne ein Like oder ein Abo da lassen, falls ihr es nicht gemacht habt. Hier für dieses Video gerne sonst auf dem Zweitkanal vorbeischauen. Für die WWE, AW, für die Wrestling-Videos einfach. Und hier kommen dann trotzdem, denke ich, noch weiterhin Videos, aber vielleicht eben nicht mehr so häufig. Je nachdem, was sich eben im Stream so ergibt, worauf ich halt eben Lust habe. Und ob ich andere Sachen aus dem Stream hochlade, das muss ich mir noch überlegen, ob wir dafür auch noch einen Kanal machen. Aber da muss ich dann auch schauen, ob ich dafür wirklich dann die Zeit habe. Ich denke, so gegen 19 Uhr probieren wir das heute Abend einfach mal aus. Ankündigungen zu den Streams findet ihr im YouTube Community Tab und auf Twitter, wie erwähnt. Und damit war es das von mir. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen und reingehauen.